So, wir kommen zum zweiten, zum dritten Musikbeitrag von Gerhard Schinkel und freuen uns schon drauf. Das folgende Lied heißt Bahnhofsverständnis und steht seit etwa 4 Jahren auf meiner YouTube-Seite. Es ist das erste Mal, dass ich es live vortrage hier in Stuttgart. Was du willst, was du tun musst und tust, fragst du immer erst lang, ob es geht. Wenn du weißt, was du tun kannst, sag, warum du ruhst, wart nicht ab, irgendwann ist zu spät. Nur wer rauskommt und sieht, es sind viele schon da, hat begriffen, er ist nicht allein. Nur wer mitbekommt, was schon passiert, der sieht klar, der versteht schnell, was sein muss, muss sein. Noch gibt es zu viele, die nur Bahnhof verstehen, nicht erkennen, wie manche die Fakten verdrehen und sich nicht darum scheren, ob es Widerstand gibt. Aber weiß man auch, wie man jeden auf Seite schiebt. Aber weiß man genau, was man genau so erreicht, dass es reicht. Fragst du längst schon nicht mehr, ob es stimmt. Wenn du miterlebst, wie sie mit Lügen jonglieren, kannst du merken, wie ernst man dich nimmt. Doch wenn viele sich wehren mit viel Fantasie, kann man sie nicht so leicht übersehen. Überhören schon gar nicht, man weiß ja nie. Nur wer laut wird, ist gut zu verstehen. Doch noch gibt es zu viele, die nur Bahnhof verstehen. Nicht erkennen, wie manche die Fakten verdrehen. Sich nicht darum scheren, ob es Widerstand gibt. Weil man weiß, wie man jeden auf Seite schiebt. Aber weiß man auch, was man genau so erreicht. Dass es reicht, dass es reicht, dass es reicht. Es geht nicht nur darum, dass der Bahnhof so bleibt. Es geht auch um die Stadt, um das Land. Wie viel Geld wird verschwendet, Profit einverleibt? Wie viel Schmiergeld geht von Hand zu Hand? Ist es schwer zu begreifen? Parteien verstehen ja so manches erst nach einer Wahl. Wenn die Wähler entscheiden, Politiker sehen, wer nicht hören will, endet fatal. Doch gibt es zu viele, die nur Bahnhof verstehen, nicht erkennen, wie manche die Fakten verdrehen und sich nicht darum scheren, ob es Widerstand gibt, weil man weiß, wie man jeden auf Seite schiebt. Aber weiß man auch, was man genauso erreicht, dass es reicht, dass es reicht, dass es reicht. Die Regierung schafft Fakten, das schafft auch die Bahn, und wenn es sein muss, dann schafft man sie ab. Auch grün-rot wird das Land nur zerstört, nicht durchfahren, so rät mancher politisch sein Grab. Erst am Fußschmerz merkt mancher, da drückt was im Schuh, vielleicht steht einer auch auf den Schuh. Und wird Unsinn beschlossen, wer zwingt dann dazu, was den Unsinn erfüllt, auch zu tun. Doch noch gibt es zu viele, die nur Bahnhof verstehen, nicht erkennen, wie manche die Fakten verdrehen und sich nicht darum scheren, ob es Widerstand gibt, weil man weiß, wie man jeden auf Seite schiebt. Aber weiß man auch, was man genauso erreicht, dass es reicht, dass es reicht, dass es reicht. Ein Lied, das ein bisschen aufzeigen könnte, dass es wirklich auf jeden ankommt. Musik.
es ist. Ob so bleibt, liegt an dir. Nicht allein du hast recht, auch ein wenig an mir. Lass uns tun, was wir können. Können wir auch nicht viel. Schon ein ganz kleiner Schritt bringt uns näher ans Ziel. Damit was geschieht, muss zunächst was passieren. Muss man eh sich was ändern, denn er ist was verliert. Ehe man sich erholt, bleibt keine Zeit auszuruhen. Denn ehe sich was tut, muss man selber was tun. Schon auf, wer nicht lenken mag, lässt allem so seinen Lauf. Wer nur zögert und fragt, was das soll, was es bringt, hat zu Zorn keinen Grund, wenn dann gar nichts gelingt. Damit was geschieht, muss zunächst was passieren. Muss man eh sich was ändern, denn erst was verliert. Ehe man sich erholt, bleibt keine Zeit auszuruhen. Denn eh sich was tut, muss man selber was tun. Man kann alles versuchen, man kann alles probieren. Riskieren. Lehnt man sich nur zurück und legt die Hände in Schoß, kriegt man gar nichts gebacken, war die Ziele auch groß. Damit was geschieht, muss zunächst was passieren. Muss man eh sich was ändert, denn erst was verliert, ehe man sich erholt. Zeit auszuruhen. Denn ehe sich was tut, muss man selber was tun. Also drück auf die Tube und geh ran an Speck. Lass dich nicht irritieren, nicht verschrecken vom Schreck. Man muss allerhand machen, weiß nicht, ob man es schafft. Der von vornherein schlapp, hat bestimmt keine Kraft. Damit was geschieht, muss zunächst was passieren. Muss man eh sich was ändert, denn erst was verliert. Ehe man sich erholt, bleibt keine Zeit auszuruhen. Denn ehe sich was tut, muss man selber was tun. Was tut, muss man selber was tun. Die sich was tut, muss man selber was tun. Dankeschön. Ja, ich muss einfach mitnehmen, wo ich habe ein paar hier. Das geht ganz einfach. Vielen Dank für diese starken Lieder. Sehr schön. Nun zu unserem Hauptredner heute Abend, Dr. Dietrich Heißenbüttel. Er ist irgendwie, einen Kontakt muss man ja haben, vorhin nach Köln und jetzt, er ist wie ich Kunsthistoriker, Journalist und Kritiker. Er hat uns im Juni 2012 auf unserer 127. Montagsdemo über die Investoreninteressen folgende aktuelle Stadtentwicklung, in Stuttgart referiert. Sein heutiges Thema lautet 20 Jahre Stadtverwandlung, die Akteure im Immobilienpoker.
Sie haben jetzt die Bühne, lieber Herr Heißenbüttel.